Das dritte Beispiel, die Reisekostenerstattung. Der Flughafen Brüssel. Abgeordnete, die hier landen, machen in der Regel mit jedem Flug einen dicken Gewinn, denn sie bekommen jedes Mal den hohen Volltarif erstattet. Wie viel sie für ihr Ticket ausgeben mussten, spielt keine Rolle. Da trifft es sich gut, dass Brüssel Drehkreuz eines der größten Billigflieger in Europa ist. Virgin Express fliegt von hier zu vielen großen Hauptstädten. Montag diese Woche. Die Virgin-Maschinen aus ganz Europa treffen ein. 12 Uhr. Aus der Rom-Maschine steigt Giorgio Napolitano, italienischer Abgeordneter der Sozialisten. Napolitano ist Vorsitzender des Verfassungsausschusses, eines der wichtigsten Ausschüsse im Europaparlament. Für den One-Way-Flug von Rom nach Brüssel bekommt er vom Europäischen Parlament rund 800 Euro erstattet. Einen Abend zuvor haben wir im Internet nachgeschaut, wie viel dieser Flug kostet. Der Preis inklusive Steuer weniger als 90 Euro. Unterm Strich hat der Abgeordnete mit nur einem einzigen Hinflug einen Gewinn von über 700 Euro gemacht. Geld, das netto in seine Tasche fließt. Wie viel Geld haben Sie bekommen? Ich sage nichts dazu, auch wenn Sie so unhöflich nachhaken. Ich sage nichts. Aber es sind doch Steuergelder. Ich rufe die Polizei, wenn Sie nicht aufhören. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich frage nur anstelle der Bürger. Es ist ja Steuergeld. Sie haben für den Flug sehr wenig gezahlt und sehr viel bekommen. Ich spreche nur mit den italienischen Steuerzahlern. Aber die Deutschen zahlen doch eine ganze Menge für die Europäische Union. Eigentlich hätte er gar nichts zu verbergen, denn nach den Regeln, die sich die Parlamentarier selbst gegeben haben, ist die Billigfliegerabzocke vollkommen legal. Was sich hier Reisekostenerstattung nennt, ist das eine Erstattung der Reisekosten? Mit der Reisekostenerstattung hat das, was hier abgeht, wenig zu tun. Es ist im Wesentlichen ein zweites Gehalt. Nur wenn man sehr nahe am Parlament wohnt, kriegt man nicht viel extra. Aber sonst, ab einer bestimmten Distanz, sind es 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr netto zusätzlich. Und das ist untragbar und nicht zu rechtfertigen in keinem Land dieser Welt, meiner Meinung nach. Tagegelder, Sekretariatszulagen, Reisekosten. Drei Beispiele, wie Europaabgeordnete noch immer richtig Kasse machen können.